Hast du irgendwas zu sagen? Ich habe nichts Falsches getan. Lass mich gehen. Nem csináltam semmit. Engedjetek el. Ez hazugság. Az egész az ő hibája volt. Ich hörte, du hattest Ärger mit unseren Cuman-Brüdern. Ki provokálta a harcot, amikor a cimboráival leszúrtak két ember? Bärkampf angefangen. Seine Freunde zwei getötet. Das sind bloß heidnische Hunde. Hör nicht Zum allerletzten Mal. Siegesmund-Söldner sind Gäste in unserem Lager. Gäste behandeln wir wie jemanden von uns. Mi itt vendégek vagyunk. Ezért tisztelettel kell, hogy bánjanak velünk. Igen, ennek így kell lennie. Wie willst du ihn bestrafen? Milyen büntetést tartod a számára? Engedd szabadon. A többiek emlékezni fognak rá. Lass ihn gehen, andere es sich merken. Du befolgst Befehle von diesen Hunden und schimpfst dich selbst einen Anführer? Keine unnötigen Kämpfe mehr. Wir sind ein Lager. Eine Armee. Also merkt euch das verdammt nochmal. Sind alle Kumans so hässlich wie du? Das Lagerleben ist kein Zug. Ach, was für ein Drecksloch. Ich würde hier nicht leben wollen. Je weniger Pfeile ihr habt, desto besser für uns. Was ist hier los? Das Lagerleben ist kein leichtes. Scheiße! Alarm! Hey, ihr alle! Wir sammeln! Lasst Alarm! Sei gegrüßt, Heinrich. Du hast das Rattaya-Turnier gewonnen? Sehr gut, Junge. Ich bin zurück, Herr. Ausgezeichnet. Was hast du herausgefunden? Es befinden sich nicht nur Banditen im Lager, sondern auch Kumanen. Eine ganze Menge sogar. Kumanen, sagst du? Wo kommen die her? Hat Sigismund sie etwa dort gelassen, nachdem er Skarlitz dem Erdboden gleichmachte? Teufel, die Lage ist ernster, als ich dachte. Es sind überwiegend Banditen. Keine Bauern mit Mistgabeln, aber auch keine ausgebildeten Kämpfer. Genau wie erwartet. Ich habe keine Furcht vor ihnen, aber es kann fatal sein, den Feind zu unterschätzen. Es gibt da ein verlassenes Dorf in den Wäldern und dort verstecken sie sich. Klingt nach Pribyslavitz. Es gehörte Herrn Divisch, bevor Havel Medek es überfiel und niederbrannte und Divisch danach wegsperrte. Seitdem ist es unbewohnt. Ich hätte gehofft, sie wäre nur ein wilder Haufen. Erdwälle und Befestigungsanlagen, das ist etwas ganz anderes, als eine Horde Abschaum aus den Wäldern zu jagen. Ich habe mir ihre Waffen und Rüstungen angesehen. Sie sind keine richtige Armee, aber ziemlich gut gerüstet. Und Bogenschützen? Sie haben ein paar und die sind gut aufgestellt. Wenn wir sie frontal angreifen, richten sie wohl großen Schaden an. Das gefällt mir nicht. Es verkompliziert die Sache. Sich vor der Schlacht um sie zu kümmern, wäre die beste Lösung. In der Mitte des Lagers führen sie etwas im Schilde. Es sah so aus, als ob sie lange Leitern bauen würden. Leitern? Klingt, als planten sie eine Belagerung. Das gefällt mir immer weniger. Andererseits könnten wir das zu unserem Vorteil nutzen. Wenn wir die Leitern in die Finger bekämen,
könnten wir ihren eigenen Wall damit überwinden. Ich versuchte, sie zu zählen. Und wie viele sind es? Bedenke, ich verlasse mich auf das, was du sagst. Wir werden um Verstärkung bitten müssen, und das ist kein leichtes Unterfangen. Jeder Mann, der mit uns kommt, wird irgendwo fehlen. Und ich möchte nicht, dass sie in einer anderen Stadt brandschatzen, weil niemand mehr da ist, um sie zu verteidigen. Dort sind viele. Ich konnte sie nicht mal alle zählen. Bei Gott. Wir werden Truppen aus der ganzen Region benötigen, selbst wenn das bedeutet, Städte und Dörfer unbewacht zu lassen. Jeder waffenfähige Mann wird mit uns ziehen müssen. Das ist alles, was ich weiß, Herr. Mehr fiel mir nicht auf. Schon gut. Konntest du sie sabotieren, wie ich dich gebeten hatte? Ich konnte einige ihrer Pfeile zerstören. Sie werden uns nicht so zusetzen können. Gut gemacht. Genau das haben wir gebraucht. Das ist alles, Herr. Keine Sorge, Heinrich. Du hast dich als ausgezeichneter Spion erwiesen. Du musst dich zu Herrn Divisch nach Thalmberg begeben und ihm sagen, Hauptmann Robert und seine Männer zu entsenden. Wir benötigen ihre Hilfe. Auf mich ist Verlass, Herr. Was soll ich ausrichten? Sag Herrn Robert, er soll bis auf ein paar Wachen alle seine Männer versammeln. Und überbringe Herrn Hanusch dieselbe Nachricht. Ich lasse ebenfalls nur ein paar zurück. Wir brauchen jeden waffenfähigen Mann. Verstanden, Herr. Und spute dich. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Gott sei mit dir. Sei gegrüßt. Wieso bist du hier? Herr Ratze schickt mich mit einer wichtigen Nachricht. Er bittet um Verstärkung. Er braucht mehr Männer? Was ist passiert? Die Banditen und Kumanen haben in Pribislawitz ein Lager errichtet und führen etwas im Schilde. Herr Ratzig will sie angreifen, hat aber nicht genug Männer. Immer mit der Ruhe. Erzähl mir alles von Anfang an. Ich konnte das Lager der Banditen ausfindig machen, die Neuhof überfielen. Es ist kein gewöhnlicher Haufen von Schurken, sondern eine kleine Armee in einer befestigten Anlage. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führen, aber sie bereiten sich auf irgendetwas vor. Herr Ratzig will sie vernichten, bevor sie zuschlagen. Es ist also schlimmer, als ich dachte. Herr Ratzig hat recht. Wir sollten handeln, ehe es zu spät ist. Meine Männer bekommt er. Du müsstest all deine Männer aufbieten, bis auf ein paar, um die Burg zu bewachen. Was? Wir können Thalmberg nicht unbewacht lassen. Wir haben keine Wahl, Herr. Die Banditen haben verdammt viele Männer. Herr Ratzig lässt sein Lager auch nahezu unbewacht zurück. Er bat mich sogar, Herrn Hanusch um Verstärkung zu bitten. Wir brauchen jeden Mann. Also gut. Herr Ratzig weiß, was er tut. Ich lasse die Männer antreten und unterstelle sie Hauptmann Robert. Würdest du meine Männer hinführen? Ja, Herr. Möge dir Gott im Kampfe beistehen. Herr Ratzig. Ich bin froh, dich zu sehen, Hauptmann Robert. Ich hoffe, Heinrich hat dir alles erklärt. Hat er, aber ich kann es kaum glauben. Wer könnte solch ein kampfstarkes Heer aufstellen? Und das direkt vor unserer Nase? Das gilt es herauszufinden. Aber wir erfahren es wohl erst nach der Schlacht. Wer weiß, wozu sie in ein, zwei Wochen imstande sind, wenn wir sie jetzt nicht vernichten. Ganz deiner Meinung, mein Herr. Wie gehen wir vor? So, Junge, wir haben das Lager fast erreicht. Jetzt müssen wir behutsam vorrücken. Sag mir, wie es rund um das Lager aussieht, damit ich entscheiden kann, von welcher Seite wir angreifen. Herr, das ist eine große Verantwortung. Ich denke nicht, dass ich... Ich habe dir eine Frage gestellt, Junge. Du warst dort und hast alles gesehen, also rede. Es gibt drei Wege ins Lager. Den direkten Weg, dann einen langen Pfad, der durch die Wälder und über ein altes Wehr führt, und einen über eine schmale Brücke, über einem tiefen Graben. Sprechen wir zuerst über den direkten Weg. Hey. Klingt nach der einfachsten Herangehensweise. Wie sieht es dort aus? Dieser Weg führt rund um ihre Palisade. Sie ist befestigt und wird bewacht. Wir kämen höchstwahrscheinlich in ein Pfeilhagel. Gut, dass du hier bist, Heinrich. Wir müssen wohl einen anderen Weg nehmen. Was ist mit dem Zugang durch den Wald und über das Wehr? Dieser Umweg durch unwegsames Gelände gefällt mir nicht, aber wenn es die bessere Variante ist. Es ist ein langer Weg durch die Wälder und dort sind Patrouillen. Sie würden Alarm schlagen, bevor wir das Lager erreichen. Dachte ich mir. Was ist mit dem Zugang über die Brücke? Etwas eng für meinen Geschmack. Die Brücke ist schmal, aber würden wir sie überwinden, wäre das der beste Ort für einen Kampf. Wir müssten bloß an ein paar Bogenschützen vorbei. Bester Ort für einen Kampf. Aber die Brücke und die Bogenschützen, das ist keine leichte Entscheidung. Jeder Weg hat Vor- und Nachteile. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen geantwortet, Herr. Und du wirst entsprechend belohnt werden. Es klingt, als sei die Brücke der beste Weg.
Wenn wir schnell sind, haben wir den Vorteil auf unserer Seite. Mit Gottes Hilfe werden wir siegreich sein. Wir greifen von Süden aus über die Brücke an. Männer, macht euch bereit. Vorwärts! Vorrücken! Zur Brücke! Rasch! Los, auf die andere Seite! So viele wie möglich! Um die Bogenschützen! Rasch! Auf sie! Töte sie! Töte sie!
uns abhauen! Zum Rückzug! Hängt den Sturmberg und reißt das Tor nieder! Hast du schon mal versucht? Ich bin noch hier. Was? Wer zur Hölle bist du? Hast du mich vergessen? Ich dich nämlich nicht. Wo ist mein Scheißschwert? Was zum Teufel faselst du da? Welches Schwert? Warte mal. Du bist doch... Ich dachte, die Krähen hätten dich zerpflückt. Zäher kleiner Mistkerl. Was hast du mit dem Schwert gemacht? Wenn ich an unsere letzte Begegnung denke, war es ein großer Fehler, von dir herzukommen. Das Schwert! Aber vielleicht hast du ja etwas geübt. Ich hoffe es für dich. Letztes Mal war viel zu leicht. Hier deine Kraft, Junge. Du hast das alleine geschafft? Sehr gut. Toll gemacht. Du überraschst mich. Er war ein Berg von einem Mann. Er war es, der Neuhof überfiel und dein Schwert geraubt hat, Herr. Das dachte ich mir schon. Was hat er dir gesagt? Wenn er noch leben würde, hätte der Henker ihn vielleicht mehr entlocken können. Was soll's. Das kann im Eifer des Gefechts passieren. Wie dem auch sei, wir haben eine Truhe voller Münzen entdeckt. Jemand hat dieses Gesindel wirklich gut bezahlt. Es war noch ein paar von Sigismunds Barbaren unter ihnen. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Wer auch immer das angezettelt hat, muss hohen Ranges sein und wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Dieser Wurm war nur ein Bauer. Ich fürchte, du hast recht, Herr. Nun, Junge, das war wohl nicht unsere letzte Schlacht.
Das ist nur die Anspannung. Lass es ruhig raus. Nun, lass alles hinter dir. Ein guter Christ sollte sich mit solchen Gräueln nicht belasten. Ich weiß nicht, Herr. Ich möchte das nicht vergessen. Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben. Du hast recht, Junge. Doch zuerst müssen wir uns ausruhen. Wir treffen uns später in der oberen Burg von Rattay und entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Und zugegeben, du hast dich heute gut geschlagen. Dafür wirst du mir büßen. Es ist Zeit für unseren nächsten Schritt. Überbringe die Kunde. Ja, Herr. Dieser Runde beweist seinen Mut Heinrich aus Galitz aus dem Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Und ihm steht gegenüber Kohlmann aus der Wache von Herrn Hanusch von Leipa. Wünschen wir den Wettstreitern Glück. Dieser erste Kampf wird uns ein Höchstmaß an Unterhaltung bieten. Es wird ein Schlagabtausch mit Langschwertern. Scheißdreck!
Waffen wechseln für den zweiten Kampf. Die Kämpfer werden ihr Können mit Kurzschwert und Schild zur Schau stellen. Hast wohl genug? Verdammte Scheiße! Verehrte Edeleute und Bürger, dies war der letzte Kampf des heutigen Rattaya-Turniers, für das wir alle Herrn Hanusch von Leiper unseren Dank schulden. Der Ruhm gebührt dem Sieger Heinrich aus Galitz, Waffenknecht im Gefolge von Herrn Ratzig Kobilla. Unser gütiger Herr Hanusch wird ihm seinen Preis übergeben. Oh, da ist der Heinrich, der Held des Rattaya-Turniers. Wie geht es dir, Herr? Hast du dich erholt? Ja, was immer mir das bringt. Diese Langeweile. Die einzige Lektüre ist die Bibel und Hanusch lässt bis auf den Pfarrer keinen meine Nähe. Kannst du dir vorstellen, welch monotones Gefasel dieser Kerl von sich gibt? Diese Welt ist eine Prüfung, sei bußfertig. Er spricht mit mir, als läge ich im Sterben. Genau genommen, als wäre ich bereits mausetot. Heinrich, willst du mich nicht in die Rattaya-Bäder begleiten? Ich brauche ein bisschen Abwechslung, bevor ich Staub ansetze. Warum nicht? Wann willst du aufbrechen? Gleich. Aber besuch mich erst nach der Abenddämmerung. Ich werde Gesellschaft haben. Na gut, ich werde zu dir stoßen. Da bin ich, Herr. Rutsch rüber. Ich möchte nicht auf deinen Aal treten. Na gut, einen kleinen Moment. Ich rolle ihn für dich ein. Ah, tut das gut. Gibt es einen Grund, weshalb du noch gekleidet bist? Oder hast du da unten vielleicht ein Möschen, das du versteckst? Oh, sehr Gott, das ist ein Badehaus und keine Wäscherei. Oh. Du weißt wirklich, wie man es krachen lässt. Hier, trink. Nicht besonders gut, aber zur Not tut er es auch. Da sage ich nicht nein. Her damit. So ist recht. So erholst du dich also von deinen Verletzungen? Wein und Dirnen? Natürlich. Wen sonst? Gibt es Neuigkeiten, Heinrich? Was ist mit dir, Herr? Hast du dich von unseren abenteuerlichen Jagdeskapaden erholt? Mir geht es gut, Heinrich. Die Bäder sind genau das Richtige. Und Sidonia hat heilende Hände. Du wirst alles im Auge behalten, oder? Clara? Bring den Herren etwas Wein, bevor sie sauer werden. Weißt du was, Heinrich? Diese Pisse können wir nicht trinken. Also wirklich, was für eine Ausdrucksweise. Clara, Liebste! Du musst doch zugeben, meine Teure, der Wein ist wirklich bescheiden. Was stimmt denn nicht mit dem Wein? Lieber trinke ich das Badewasser. Geh und besorg einen edleren Tropfen. Aber wo? Ah, ich hab's. Im Keller des Rathauses gibt es vorzüglichen Wein, den Herr Hanusch für uns gekauft hat. Du möchtest, dass ich hingehe und ihn hole? Ich wäre dir zu Dank verpflichtet. Ein dankbarer Adliger ist der beste Verbündete. Na gut, was für ein Wein ist es? Ein roter Silvaner. Es ist das letzte Fass auf der rechten Seite am Ende des Ratskellers. Besorg dir irgendwo einen Krug und nimm etwas davon mit. Also gut, ich hole ihn. Guter Mann. Gott sei mit dir, Heinrich.
du! Was hast du hier verloren? Herr Campon befahl mir, Wein für ihn zu holen. Herr Campon, hä? Sehr glaubwürdig. Du scheinst Herrn Campon nicht zu kennen. Glaubst du, er würde inmitten seines heiteren Treibens selbst Wein holen gehen? Nein, das klingt wahrlich nicht nach dem jungen Herrn. Schätze, er will den roten Silvaner? Genau den. Hör mal, lass zumindest etwas für Herrn Hanusch übrig, ja? Ich versuch's. Clara, du bist anders. Du verdienst mehr. Du verdienst Blumen. Was? Sag mir, welche Blumen magst du denn so? Blumen, also. Eigentlich alle möglichen. Löwenzahn, Salbei, Knöterich und Mohnblumen. Ja, Mohnblumen mag ich besonders gern. Heinrich, hast du gehört? Was? Das Fräulein verlangt Löwenzahn, Salbei und Kohlrübe? Nein, scheiße. Nein. Knöterich und Mohnblumen. Was? Soll ich jetzt etwa Blumen pflücken gehen? Ich weiß. Ich schicke dich abermals los. Aber wenn du's machst, kriegst du... 1650 Groschen. Na, so viel? Na gut, ich mach's. Že je to za dědina, nedaleko Hodonína. Je tam studénka kamenná a v ní voděnka studená. Kdybych já se vodu podíval, zaru bych tak dobře mýval, podíval bych do Was willst du denn hier? Ich hätte gern etwas Privatsphäre, wenn du erlaubst. Ich will zu meinem Mädel. Tja, wie du siehst, bin ich nicht dein oder jemand anderes Mädel. Also verpiss dich. Was hast du mit meiner Clara vor, du Hund? Ach, hör auf, er badet hier nur. Baden, ja klar. Hier, wo alle Weiber außer dir Huren sind. Archi! Oder hurst du jetzt auch um? Es reicht jetzt, Archibald. Archibald? Halt du dein Maul, wir sind noch nicht fertig. Ich schwöre dir, dieser Herr hat mich nicht angefasst. Ja, das ist durchaus wahr.
Nun, also größtenteils. Nein, nichts ist passiert, gar nichts. Darüber reden wir später. Erstmal kümmere ich mich um diesen Bastard. Oh, das will ich sehen, Archibald. Archibald. Um Gottes Willen, hört auf, alle beide. Ach du Scheiße. Hey. Was zur Hölle machst du da? Bring ihn. Bring ihn bei. No, Kurva. Reiß ihm den Arsch auf. Au. Heinrich! Verflucht! Gut getroffen! Was ist dein Scheißproblem? Willst du einen Adligen ertränken? Oh, Scheiße. Mist. Herr, ich wusste nicht. Geh mir aus den Augen. Na los, bevor mir wieder einfällt, dass ich dich hängen lassen könnte. Verzeihung, werter Herr. Es tut mir leid. Tut mir leid. Archie, warte! Oh. Archibald hätte mich fast ersoffen. Das war das unerholsamste Bad, das ich jemals hatte. Mist, ich fühle mich, als hätte ich die Ostsee ausgesoffen. Der Alkohol bringt dir nochmal den Tod. Richtig. Haben wir noch Wein? Bist du völlig wahnsinnig? Du willst weiter trinken? Natürlich. Erzähl mir nicht, du möchtest nach all dem nicht auch einen Schluck. Gott sei mit dir, Junge. Was kann ich für dich tun? Was wirst du mit ihm machen, Herr? Mit Archibald? Weiß nicht. Was meinst du, soll ich mit ihm tun? Er war betrunken und krank vor Eifersucht. Gewiss tut es ihm leid, wenn er nüchtern ist. Er wollte einen Adligen töten. Das kann ich nicht dulden. Er wusste nicht, wer du bist. Wenn du ihn laufen lässt, zeigst du, dass du der bessere Mann bist. Du hast wohl recht. Scheiß auf ihn. Aber wir hatten eine Menge Spaß, was? Mach's gut. Grüß dich, Heinrich. Du bist nun also ein kühner Turnierkämpfer. Immer überraschst du mich. Na, wie geht's dir so? Ich denke immer zu an Scarlett. Ja, das war die Hölle. Aber das Leben muss weitergehen, nicht wahr? Du solltest mal den Kopf freikriegen. Was meinst du? Wollen wir spazieren gehen? Keine schlechte Idee. Und wohin willst du gehen? Wir könnten den Fluss entlang spazieren. Warum nicht? Das klingt schön. Wollen wir? Gehen wir.
Spaziergang war eine schöne Idee. Die Mühle gefällt mir zwar, aber die Arbeit ist auch ermüdend. Ich bin froh, dass du kamst. Eines Tages würde ich gern die Märkte in Prag besuchen. Warst du schon einmal in Prag? Nein, bisher nicht. Ich kenne Kuttenberg, aber Prag ist bestimmt noch größer. Jedenfalls soll es dort ziemlich stinken. Ja, so viele Leute auf einem Fleck. Zu viele Arschlöcher. Das ist widerlich. Ich würde zu gern einmal dem jungen Jan Hus lauschen. Angeblich predigt er in unserer Sprache. Alle reden davon. Ich wette, er sieht nur gut aus. Und deshalb fliegen ihm die Frauen zu. Du bist mir einer. Ein Prediger braucht kein gutes Aussehen, damit die Leute ihm zuhören. Und was ist mit dem Kerl in St. Jakob? Ich weiß genau, warum alle Mädchen plötzlich zur Beichte gehen. Du warst auch dort. Du brauchst es gar nicht abzustreiten. Du Halunke. Also gut, ich gebe es zu. Er sieht gut aus. Aber deshalb bin ich keine schlechte Christin. So etwas würde ich nie behaupten. Wie wär's mit einem Wettrennen? Was zum... Der letzte... Das war spaßig. Setz dich zu mir, Heinrich. Erzähl mir von dir. Ich hörte, du hilfst Herrn Ratzig. Ja, Herr Ratzig hat mir mehrere Aufgaben anvertraut. Er behandelt mich gut und ich bekomme sogar Geld. Dann hast du Glück gehabt. Wie ist es so, dem Adel zu dienen? Ich weiß nicht. Ich denke, es ist eine Arbeit wie jeder andere. Natürlich. Ein Köhler-Dasein ist sicher nicht anders. Komm schon, erzähl mir, wie es wirklich ist. Also dann. Ach, Heinrich, was mache ich nur mit dir? Wanderst durchs Land und verdrehst den Mädchen den Kopf. Was? Deine Knie sind doch nicht etwa weich geworden. Du Schelm. Weißt du was? Frag mich irgendwann nochmal. Irgendwann? Wenn du mich wieder besuchst. Du wirst mich doch wieder besuchen kommen, oder? Weiß nicht. Ich habe so viel zu tun. Nun, falls du die Zeit findest, würde ich mich freuen. Ich muss jetzt gehen. Darf ich mitkommen? Nur ein Stückchen. Ich will keinen Klatsch. Danke, dass du mich begleitet hast. Komm mich bald wieder besuchen. Mein Herr, ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle nach Pribislawitz nicht enden würden. Das kommt wenig überraschend. Was ist geschehen? Meine Männer haben 2 neue Angriffe gemeldet. Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren? Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhoyet an. Und das ist wesentlich ernster. Merhoyet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Pribislawitz an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Dorfbewohner wehrten sich und konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Er ist verwundet, aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden, ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias. Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde. Zumindest den Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. Erzähl mal, wie viele Groschen wurden in Pribislawitz gefunden? Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut,
Aber leider muss ich dir sagen, dass dies sehr gut gemachte Faksimiles sind. Kack, was? Was zum Teufel sind denn Kaximiles? Ach, ist mir auch egal, ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Willst du mir sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier ist bloß ein Haufen Kupfer. Kurva! Mist! Mit Silber plattiert, also sind sie nicht völlig wertlos. Kurva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders, wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich. Allerdings die Silbermine der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Dobre Delle. Nun, meine Herren, es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf. Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Mehr Hoyette hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler schlägst. Deshalb zähle ich erneut auf dich. Reite nach Mehr Hoyette und verhöre den Gefangenen. Finde heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Wir alle. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Thalmberg.